Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der Kanal von Fabricium. Herzlich willkommen. Ja, so ein Queranschlag ist ja eigentlich eine feine Geschichte für eine Tischkreissäge. Man kann damit 90-Grad-Schnitte machen und man kann damit auch Winkelschnitte machen, so wie ich das gerade vorhatte. Ja, ich habe mir ja viel Mühe gegeben und habe mir Zeit gelassen beim Einstellen der 30 Grad. Wie wir gesehen haben, sind es aber dann doch nur 29 Grad und ein paar zerquetschte geworden. Und mir geht es eigentlich immer so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so richtig exakt wird das mit so einem Anschlag nie. Ja, es gibt natürlich Verbesserungen. Es gibt solche, wo dann schon voreingestellte Winkel eingestellt werden können. Ja, funktioniert besser. Aber ich habe mir gedacht, es gibt ja jetzt eben diese Digital-Winkelmesser für ein Appel und ein Ei, sage ich mal, kann man denn nicht beides miteinander verheiraten? Ja, wir haben einen Queranschlag und machen dem eine Digitalanzeige drauf. Das habe ich heute mit euch vor. Ehrlich gesagt, ich habe sonst immer schon irgendwie einen Plan im Kopf, wie das Ganze vor sich gehen soll. In dem Fall wird es eher eine empirische Geschichte, weil ich noch nicht genau weiß, wie das Ding von innen ausschaut. Wir werden ihn also erstmal aufmachen und dann überlegen Schritt für Schritt, wie wir daraus einen digitalen Queranschlag bauen können. Bleibt dran, zum Schluss habe ich noch eine Idee, wie man diesem Queranschlag auch noch eine Feineinstellung geben kann für die Länge. Wird ein interessantes Video, hoffe ich. Ich wünsche euch viel Freude dabei und dann geht's los. Ja, vielleicht doch vorab eine kleine Skizze, wie ich mir es ungefähr vorstelle. Also wenn wir jetzt so den, sagen wir mal, die Tischkreissäge uns von oben anschauen, dann ist das der Tisch und wir haben ja hier das Kreissägeblatt irgendwo so von oben wohlgemerkt jetzt angesehen. Und dann haben wir ja hier so eine Nut drinnen. In den meisten Tischkreissägen. Und was ich jetzt machen möchte, ist eben einen Queranschlag. Das heißt, das ist der Anschlag, der jetzt auf 90 Grad hier steht. Der wird dann in diese Richtung bewegt. Dann haben wir hier typischerweise so einen Halbkreis da unten. Dann möchte ich hier die Anzeige haben, eben diese Anzeige hier, wo dann eben die Grad angezeigt werden, jetzt 0 oder 90, je nachdem, wie man das einstellt. Wir werden hier so eine Führungsnut brauchen, wo man das Ganze dann feststellen kann mit einer Feststellschraube. Und das Ganze muss natürlich irgendwo auf einer Lauf- oder Gleitschiene befestigt werden. Und dann können wir hier unser Werkstück anlegen, in die Richtung verschieben und dann wird es hier abgeschnitten. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir das hier draufbringen, die Anzeige, beziehungsweise was da notwendig ist, damit da der Winkel richtig angezeigt wird. Also um diese Anzeige geht es. Das heißt, wir müssen das Teil jetzt erstmal auseinandernehmen und uns anschauen, wie wir das realisieren können. Fangen wir mal mit der Schraube hier an. Ich weiß nicht, was die bewirkt. Und ja, geht noch nichts auseinander. Schauen wir mal auf die hintere Seite, auf die Rückseite. Ah ja, da sind schon mal so kleine Schräubchen und da nehmen wir jetzt unseren Uhrenmacher-Schraubenzieher und nehmen die mal raus hier. Einmal und die letzte. Hoffentlich geht die raus hier. Ah ja, löst sich schon. Was haben wir hier? Ja, zum einen die Batterie. Okay. Tun wir mal auf die Seite. Dann haben wir hier dieses Teil und da ist noch so ein Plastikteil drin, ein Halter und auf der Seite ist einfach so eine Platine. Da ist hier oben eine Schraube drauf oder eine Mutter vielmehr. Also auseinander geht hier noch nichts. Ich denke, das ist mit dieser Mutter gekontert. Die machen wir jetzt auch einfach mal lose. Alle Feinmechaniker bitte wegschauen. Ich habe leider nicht den passenden Schlüssel. Das ist ein ganz seltsamer, eine ganz seltsame Mutter hier, dass ich hier etwas unelegant mit der Zange dran muss. So, dann kommt hier eine Mutter. Damit wird diese Schraube locker. Ui, und da fallen uns auch schon hier hinten. Was haben wir da? Naja, das sind so. So Passteilchen, denke ich mal. Die kommen auch in die Ablage. Ich frage mich gerade, warum das nicht auseinander geht hier. Ich vermute stark,
dass das eine Presspassung ist. Ah, jetzt ist es auseinander. Ja, da muss man ein bisschen Gewalt anwenden, ein bisschen Kraft anwenden, dann geht es auseinander. So, jetzt haben wir hier ein Teil. Da war eine Scheibe dazwischen. Und ja, dann können wir eigentlich mal ausprobieren, ob das Ganze jetzt noch funktioniert. Wie sagt mein ehemaliger Kollege und Freund immer, Licht brennt, daheim ist jemand. Okay, jetzt oder schauen wir mal, was passiert, wenn ich das Ding hier reinnehme. Und wir sehen, wenn ich da drehe, verändert sich der Winkel. Wenn wir das mal auf 0 und jetzt drehe ich hier. Ah ja. Das funktioniert also, das heißt, wir müssen irgendwo diese Scheibe mit der Platine da oben drauf an unseren Drehpunkt setzen und dieses andere Teil dann oben drauf. Aber ich überlege gerade, ich denke, ich werde diesen ganzen Metallkram, sage ich jetzt einfach mal platt, auch noch abschrauben, denn eigentlich brauchen wir ja nur diese Platine hier. Der ist festgemacht, die Platine mit 3 Mini-Schräubchen hier. Ja, gehen aber auf. So. Dieses Platinchen. Ja, liebe Zuschauer, folgende Idee ist mir für den Aufbau eingefallen. Und zwar, wir haben hier unsere Führungsschiene, die ist jetzt hier aus Multiplex, passt spielfrei hier rein in die Nut. Auf diese Führungsschiene kommt eine Drehscheibe, nenne ich es einfach mal. Und die kleben wir hier wirklich fest, also die wird hier fixiert. Und um diese Drehscheibe dreht sich dann eben unser eigentliches Einstellelement. Das heißt, diese Scheibe ist fix, das Einstellelement dreht sich darum. Auf diese Drehscheibe kommt dann eben unsere Geberplatine. Die kleben wir drauf, denke ich mal. Vielleicht auch, ja, wird es am besten sein, kleben. Und darüber natürlich dann das Display bzw. die Auswerteeinheit. Genau. Und damit dreht sich eben jetzt, wie gewünscht, diese Auswerteeinheit oder dieses Display um diese Geberplatine. Die Herausforderung bei dem Ganzen wird natürlich sein, das von der Höhe her passend zu machen, denn ich denke mal, diese Kapazitive ist das vermutlich eine kapazitive Geschichte, da muss die Platine einigermaßen nahe hier oder fast schon aufliegen an dem Ganzen, damit das funktioniert. Und das wird natürlich die Herausforderung sein, dass wir das von der Höhe her richtig hinbekommen, dass das alles passt. Gut, dann kümmern wir uns erst einmal um unsere Drehscheibe hier. Ich möchte als Drehscheibe ein Kugellager verwenden. Und zwar hat das Kugellager einen Außendurchmesser von 26 und einen Innendurchmesser von 10, knapp 10, 9,7 ungefähr. Und das Schöne daran ist, da passt jetzt ein 10er Holztübel ziemlich streng rein. Das heißt, zur Befestigung von diesem Kugellager auf unserer Führungsschiene brauchen wir eigentlich nur hier einen Dübel, einen 10er Holzdübel, einkleben und dann können wir das schön streng, ich sage mal, auf Presspassung aufstecken, das Kugellager, vielleicht noch ein bisschen mit Sekundenkleber verleimen und dann ist dieses Lager fix an dem Schieber, was wir wollen. In diesen Dübel, da schneiden wir uns jetzt ein Stück dann ab, in den Dübel bohren wir dann auch noch ein 4er Loch rein, damit wir dann auch später wieder diese, ja, wie soll ich sagen, diese ursprüngliche Verschraubung verwenden können. Ja. Diese Schraube, das ist eine M4er Schraube, die werden wir dann abschneiden, da reinkleben und dann kann man das wieder wie ursprünglich auch entsprechend festschrauben hier. So, wie bekommen wir jetzt zentrisch ein 4er Loch in den Holzdübel? Das zeige ich euch. So, von dem 10er Holzdübel habe ich mir jetzt einfach mal 3 cm abgeschnitten. Ja, und den Dübel dann ganz vorsichtig ins Bohrfutter meiner Tischbohrmaschine oder Standbohrmaschine eingespannt. Dann mit Doppelklebeband hier ein kleines Stück Schleifpapier, 320er in meinem Fall, auf eine plane Holzfläche geklebt. Und dann schleift man das ganz vorsichtig mit niedriger Drehzahl plan. Das ist dann die Fläche, auf die unser Teller kommt, beziehungsweise später dann unsere Platine, unser Drehgeber. Und die sollte natürlich möglichst orthogonal sein, also möglichst eben sein. Dann hier ein Stück dickeres Holz. Ich habe jetzt hier ein Stück Fichte genommen. Fest einspannen, einen 10er Bohrer einspannen und damit bohren wir uns jetzt eine 2
Zentimeter tiefe Bohrung ungefähr. Also nicht ganz so tief wie der Dübel. Der hat 3, also 2 ungefähr sollte ausreichen. 1,5 bis 2 bohren wir uns jetzt da rein. So, da stecken wir dann unseren Dübel rein. Verändern hier an den ganzen Einstellungen nichts, außer dass wir jetzt einen 4er Bohrer einspannen. Und dann bohren wir hier zentrisch, langsam natürlich, unser 4er Loch rein. Ja, dann kommt die Bohrung in unsere Gleitschiene rein. Angezeichnet habe ich schon. Noch ankörnen. Also wie gesagt, ein 10er Durchmesser nehmen wir da. 10er Bohrer. Ja, wir bohren hier durch. Wichtig, dass man was unterlegt, dass es unten nicht so sehr ausreißt. Warum wir durchbohren, sehen wir gleich. So, den Dübel habe ich an der Seite, wo wir jetzt hier einschlagen, ein bisschen abgefasst oder angeschliffen, damit er leichter reingeht. Und jetzt schmieren wir ein bisschen mit Leim an, das muss gar nicht viel sein. Dann schlagen wir mit einem Holzstück zunächst mal bis Anschlag. Dann kommt unser Lager drauf. Das geht sehr straff, so wie es sein soll. Ja, und dann ist es wichtig, dass wir den Dübel nicht ganz bündig mit dem Lager einschlagen, sondern wir legen uns eine dünne Scheibe drüber, legen das hier über eine Öffnung. Ich nehme halt hier meine Hobelbank und mit einer Zulage klopfen wir das vorsichtig ein. So, und jetzt haben wir hier sichergestellt, dass der Dübel also leicht minimal eben mit dieser Scheibendicke hier übersteht. Und dann können wir uns hier so einen Teller schön aufkleben, beziehungsweise ja, werden wir dann aufkleben, so eine Scheibe. Und auf diese Scheibe kommt dann eben unsere Geberplatine drauf. Ich gebe jetzt hier ein bisschen Sekundenkleber noch rein, damit das eben, ja, der Dübel da auch ja schön im Lager sitzt. Ich glaube, es wäre eigentlich gar nicht notwendig, weil es eh so eine gute Presspassung ist, aber schaden kann es nicht. Da, wie gesagt, höllisch aufpassen, dass man nicht ins Lager träufelt, dann ist es natürlich hinüber. Und das rückseitige Dübelstück, das schneiden wir natürlich bündig ab. Noch ein bisschen drüber schleifen. Und gut ist es. Dann kümmern wir uns jetzt um diesen Teller, um diesen Drehteller. Ich habe den Plan unten dafür verlinkt, wenn es jemand in dieser Größe machen möchte. Ich habe hier einen Abstand von 30 mm zur Brettkante. Da zeichne ich dann meinen Mittelpunkt ein. Vom Mittelpunkt weg zeichne ich einen Kreis oder einen Halbkreis mit einem Radius von 100 mm, sodass wir dann 200 mm Durchmesser haben, und einmal mit 75. Das wird dann diese Einstellnut hier. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ja gut, in der Mitte habe ich noch vergessen, eben diese 26 mm Forstnerbohrung, genau. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Wenn jemand einen Fräszirkel hat, kann er es schön mit der Oberfräse fräsen. Wenn jemand eine CNC-Fräse hat, geht es damit natürlich auch sehr elegant. Ich werde versuchen, das jetzt an dem Oberfräsentisch zu fräsen. Und wir fangen an, dass wir uns das grob ausschneiden erstmal, und dann bohren wir uns hier diese 26 mm Forstnerbohrung zunächst. Dann können wir nämlich am Frästisch dann dieses Lager verwenden als Mittelpunkt für unsere Rotation.
Ja, was wir uns auch gleich noch machen ist, wir setzen uns hier an dieser Führungsnut oder an dieser Einstellnut an den Enden jeweils auch noch eine Bohrung mit einem 6er, 6 mm Bohrer. Ich habe da jeweils jetzt das Ende bei 60 Grad gemacht, also gemessen von der Mittellinie aus 60 Grad in die Richtung, 60 Grad in die Richtung angekörnt und dann bohren wir uns da jeweils ein Loch rein. Das heißt, wir können dann da mit dem Fräser eintauchen und wissen dann da auch, wo das Ende ist. Und das wird dann eben später eben diese Führung für unsere Feststellschraube hier. Ja, ich habe jetzt doch nochmal ein zweites Lager hier auf eine Opferplatte befestigt, weil auf unserer Gleitschiene, die war irgendwie zu ungünstig hier, um die auf dem Frästisch vernünftig festzuzwingen. Deswegen also jetzt hier eine Opferplatte genommen, einfach ein Stück MDF, nochmal mit einem Dübel, mit einem 10er Dübel das zweite Lager befestigt. Und jetzt können wir eben hier auf diesen Drehpunkt sozusagen unsere Scheibe fixieren und damit eben vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn hier am Fräser entlang unsere Kontur, unsere Kreiskontur, Halbkreiskontur zurechtfräsen. Ich nehme da wirklich nur ganz wenig pro Fräsgang weg, damit da ja mir nichts entgegenfliegt. Ich denke, das schaut ganz gut aus. Bisschen Schleifen noch und dann passt's. Ja, das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Gut, jetzt hier hinten, da kann man jetzt ein bisschen kleinlich sein, passt nicht ganz hundertprozentig überein mit unserer Bohrung, aber das hat keinerlei Einfluss auf die Funktion. Ansonsten vom Prinzip her hat es sehr gut funktioniert und ja, das geht total geschmeidig, würde ich mal sagen. Als nächstes beschäftigen wir uns damit, wie wir diese Anzeige hier oder diesen Ausleser auf unsere Scheibe befestigen können. Jetzt haben wir ja hier auf der Unterseite vier Bohrungen vorgesehen oder Kunststoffgewinde vielmehr. Nur haben wir das Problem, dass die Schraube eben oder die Schräubchen super klein sind. Also vielleicht 3 mm Länge oder so, eher kürzer. Das heißt also, durch den Teller selbst bringen wir sie von unten nicht durch. Ich habe mir somit überlegt, dass ich diesen Ausleser oder dieses Display auf ein dünnes Stück Sperrholz schrauben werde. Das Sperrholz hat, was hat das für eine Dicke hier? Steht irgendwo drauf, 2 mm genau. Also ist so ein Modellbauer Multiplex 2 mm. Obwohl es 2 mm hat, hat es doch einige Lagen. Kriegt man im Modellbaubedarf, ist auch einigermaßen biegefest, würde ich mal sagen. Und da schrauben wir das dann drauf und schrauben dann von oben dieses Stückchen auf unseren Teller. Dann können wir das auch leicht zu Wartungszwecken, wenn man die Batterie mal austauschen möchte, da muss man ja da ja auch hinkommen, kann man das leicht runternehmen und ich glaube, das ist eine gute Lösung. Das heißt also, zunächst müssen wir uns hier so ein kleines Stückchen ausschneiden und die Löcher anmarkieren. Durchbohren, von unten ansenken, damit wir mit den Schrauben, mit den kurzen da durchkommen und dann schauen wir mal weiter. Ja, liebe Zuschauer, ein Versuch mit Messen, Abmessen, Anzeichnen, Bohren habe ich schon hinter mir, hat leider nicht funktioniert, geht ja da doch aufs Zehntel Millimeter, kommt es drauf an und ja, hat nicht sollen sein. Jetzt habe ich aber eine viel bessere Variante mir ausgedacht und zwar nehmen wir dieses Linealteil bzw. den einen Schenkel von unserem Winkel. Stecken hier dieses Metallteil wieder auf, das wir ja ausgebaut haben vorhin. Mal bloß schauen, genau, dann hier diese Schraube wieder dazu. Und damit haben wir das Ganze nämlich zentrisch hier schon mal auf unserer Scheibe. Und jetzt messen wir uns hier oben den Abstand aus. In meinem Fall sind es, damit es parallel verläuft, ziemlich genau 16 mm. Den merken wir uns, diese 16 mm.
Und da legen wir unsere Schablone auf unser dünnes Sperrholzbrettchen und tragen uns den Abstand hier, diese 16 mm von oben an. Die Unterkante zeichnen wir auch mal an. Und jetzt können wir uns einfach die Stellen, wo gebohrt werden muss, hier anzeichnen. So einfach geht es, ganz ohne Messen. Ich hoffe, dass das besser funktioniert. Den großen Kreis hier zeichnen wir uns auch an. Da müssen wir dann hinterher uns noch den Mittelpunkt raussuchen, weil wir ja hier mit einem 26er oder wahrscheinlich werde ich nur einen 25er Forstnerbohrer nehmen. Zeichne ich das andere auch noch ab hier, damit wir dann die Mitte leichter finden. Man muss hier ordentlich tief versenken, damit die kleinen Schrauben, die wir haben, dann auch auf der anderen Seite noch rauskommen und in unsere Anzeige greifen. Ja, liebe Zuschauer, einen kleinen Meilenstein haben wir erreicht bei dem Projekt. Das Display ist jetzt hier drauf. Was natürlich noch fehlt, sind Befestigungsbohrungen. Ich werde hier noch drei Löcher reinmachen, damit man das mit kleinen Schrauben hier fixieren kann, das Ganze. Dann kann man es eben, wie gesagt, später auch abnehmen, wenn man mal die Batterie wechseln muss, die sich ja hier drinnen hinter der Klappe befindet. Genau. Als nächstes müssen wir dann, und das glaube ich wird der kniffligste Teil von dem ganzen Projekt hier, diese Platine in der richtigen Höhe auf unseren Teller bringen. Da bin ich schon gespannt, wie das funktioniert. Wenn ich da mal reinmesse hier in diese Anzeige, dann haben wir hier eine Tiefe von ziemlich genau, naja, müssen wir noch mal auf 0 stellen. Schauen wir noch mal. Ja, ungefähr 6,85 haben wir also von hier bis hier Millimeter. Dann diese Platine, wenn man die hier auflegt, die steht ja ein bisschen über. Das kommt daher, weil wir ja damals diese Scheibe damit reingelegt haben. Das heißt, ich sage jetzt mal, die steht ungefähr, was hat die Scheibe? Ja, 0,6 steht die über. 0,6. Das heißt also, wir bräuchten hier, damit diese Scheibe bis ganz nach oben kommt, eigentlich ein Sperrholz von ja, 6,25. Sowas habe ich aber nicht. Ich nehme jetzt einfach eins mit 6 mm Dicke und schau mal, ob das schon ausreicht. Notfalls können wir ja ein Stück Papier unterlegen. Das heißt, aus einem Stück Sperrholz mit 6 mm Dicke fertigen wir uns jetzt eben den Kreis von ja, dem Durchmesser der Platine. Und was hat die? Die Platine hat 23,94, also 24 mm Kreis. Und dann nehmen wir das altbewährte Verfahren. Vierer Bohrer, erstmal in die Mitte des Rohlings gebohrt, dann hier in ein Opferbrett. 4 mm brauchen wir dann eh für die Schraube später. Und das Ganze haben wir hier, stecken wir zusammen, dann haben wir hier eine schöne Drehachse und können das jetzt am Tellerschleifer vorsichtig rundschleifen. Los geht's! Da ist jetzt natürlich ganz praktisch, dass wir diese Schraube hier haben oder diese Mutter vielmehr. Die können wir jetzt gleich verwenden, um das Ganze hier anzupressen.
Okay, zum Ausprobieren sollte das jetzt auf jeden Fall halten. Ja. Ich denke, das passt. Schaut gut aus. So, ich habe es jetzt nochmal runtergenommen und jetzt nochmal mit ordentlich Sekundenkleber hier fixiert, damit es auch hält. Und ja, damit haben wir eigentlich, glaube ich, den kniffligsten Part von dem Ganzen erledigt und können uns jetzt eigentlich damit befassen, hier noch ein Gewinde einzubringen, damit man das Ganze dann auch mit der Schraube fixieren kann, feststellen kann. So, Sekundenkleber, baden wir das Ganze da drin und dann rein damit. Schraube wieder rausnehmen. Ja, funktioniert. Lässt sich verstellen. Lässt sich gut feststellen. Passt. Was ich jetzt noch machen muss, ist hier hinten diese Schraube versenken. Da ist ja eine Innensechskantschraube hier drinnen und da werde ich jetzt noch ein Siemerloch mit einem Siemerloch aufweiten, hier unseren Dübel, damit die verschwindet. Die Anzeigeplatte habe ich jetzt noch mit 6 Holzschrauben fixiert, damit die auch schön hält hier. Ja, wie geht's weiter mit unserem Anschlag? Er bekommt jetzt hier so einen fixen Teil. Und dieser fixe Teil hat 2 Feststellschrauben mit Rändelmuttern. Darin läuft dann eine Schiene, eine T-Not-Schiene. Die mal rein und die kann man damit festziehen. Die T-Not-Schiene wird natürlich dann versenkt in dem eigentlichen Anschlag, sage ich mal, und damit ist der in der Länge verstellbar. Passt. Das ist vielleicht ein Zehntel tiefer drin als das Holz, aber das ist ganz gut, weil dann presst das Holz besser gegen den Anschlag. Bisschen Leim habe ich drauf und 3 kleine Schrauben machen wir rein. Das sollte eigentlich reichen hier. Ja, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen geschliffen, fein geschliffen und jetzt kommt noch eine Schicht Öl drüber, damit ja, das nicht so dreckig wird. Muss ja nicht sein und so ein bisschen Öl schützt das Ganze, geht ja auch schnell. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich ein Freund bin vom Ölen und ja, fertig geölt ist ja unser Queranschlag. Ich würde sagen, jetzt probieren wir mal aus. Und zwar lege ich jetzt hier mal den Winkel an mein Sägeblatt, 90 Grad. Und dann stellen wir hier erstmal den auf 0. Er sagt jetzt 4,60. Einmal drauf drücken, dann hat er 0. Und hier festziehen. So, dann haben wir hier jetzt die 90 Grad. Und was machen wir denn? Schneiden wir einfach mal einen 45 Grad Schnitt. So. Sieht man erstmal, wie wenig so ein halbes Grad ist. Jetzt haben wir 0. Also das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zum Filmen, aber ich würde mal sagen, es schaut sehr gut aus. Man sieht einen minimalen Spalt gegen das Licht. Vielleicht kann man es erkennen. Ganz ein minimaler Spalt ist hier noch. Ja, liebe Zuschauer, es ist ja fertig geworden, unser Queranschlag mit Digitalanzeige. Ich hoffe, das Projekt hat euch gut gefallen und das Zuschauen hat euch Freude gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, den zu bauen. Und ja, ich werde natürlich jetzt im Laufe meiner weiteren Projekte ausprobieren und euch dann von meiner Langzeiterfahrung mit dem Tool berichten. Wie eingangs erwähnt, möchte ich ja noch was dazu bauen. Und zwar werde ich in dem zweiten Video hier so einen Anschlag noch dazu bauen.
den man mit einer Grobeinstellung erstmal so ungefähr einstellen kann und dann eben hier mit einer Feineinstellung, also mit so einer, wie sagt man denn, Nivellierschraube, nochmal auf einen Millimeter genau dann später einstellen kann. Den möchte ich zusammen mit euch in dem nächsten Projekt oder in dem nächsten Video bauen. Ist nicht besonders schwierig, aber ich glaube sehr sinnvoll und den kann man bestimmt auch für einen anderen Queranschlag verwenden, also nicht nur für den hier. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, fürs Zusehen. Freue mich aufs nächste Video zusammen mit euch und wünsche bis dahin alles Gute. Macht's es gut. Servus, euer Markus.